So. Piss dich. So. Familie. Schauen wir uns Deutschrap-Memes an. 187. Version. Da hatte ich Bock drauf, Digga. Da hatte ich Bock drauf. Habt ihr auch Bock? Jalla. Geh schnell weg, das Boot. Oh nein, die Ente. Lass die Ente leben. Arschloch-Kapitän, du kannst doch die Vögel nicht einfach totfahren. Schwarmfamilie, ihr habt's geschafft. Ich liebe Schwäne. Hey, Schwarmfamilie, ihr habt's geschafft. Kommt her. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Die mögen Kuchen. Hier, magst du Kuchen? Feini? Lecker, lecker Kuchen. Ja. Für die Feini? Kids ist auch genug da. Warte. Eigentlich wollte ich den Kuchen selber essen, aber wenn ich so eine süße Schwarmfamilie sehe, da geht mir das Herz auf. Da kann Fühl ich nicht ich. anders, da muss ich teilen. Fühl Hier, für ich. die Kids auch. Schwanmutti, hier, Schwani, Schwani, komm her. Wo ist mein Pfeffer? Wo ist mein Pfeffer? So kann ich nicht arbeiten. Zauberschütze! Also, Digga, Gaso ist halt einfach ein Meme, Digga. Zu lustig, der Junge. Knapp 3 Stunden ist der Sampler draußen. Das ist einer meiner Lieblingsstellen von ihm, Digga. Also, da habe ich Tränen gelacht beim ersten Mal. Ich möchte, mein, dass ich wieder. Ich bin voll high, Digga. Besten Stellen von ihm, Digga. Nein, ich möchte mein, nicht, dass ich wieder. Ich bin voll high, Digga. So, Leute, ich sag euch die Wahrheit. Das eben war gar nicht meine Brille. Das ist meine Brille zum Lesen. Hab Mut zur Brille, weil Brillenträger sind die besseren Pibbles. Das ist Bayern. Aha. Mach weiter, Alter! Bratanz, das ist mein Bruder Jesus. Was sagst du zu der AfD, Bruder? Ich fick dich mit meinem deutschen Penis in der Nährschlamm, Nachbar! Na, Bruder! Zu gut, Digga. So machen die das bei Ikea auch! Ha! Frohes Neues! Besten Leben ist deine Bahn! Ja! Wenn dein Papi wüsste, was ich mit dir mach, dann glaub ich gar nicht so happy. Wenn dein Papi wüsste, was ich mit dir mach, dann glaub ich wär nicht so happy. Wenn die Mami wüsste, was ich mit dir mach, dann glaub ich würde sie nicht mehr lächeln. Was haben ein Neugeborenes und ein Haftentlassener gemeinsam? Richtig, beide wollen direkt am Busen. Füße hoch. Digga, wie er den erzählt hat. Der ist einfach der 1 plus, Digga. Aber weil er halt ihn auch so gut erzählt. Was haben ein Neugeborenes und ein Haftentlassener gemeinsam? Richtig. Beide wollen direkt am Busen. Füße hoch. Dein Bein ist verdreht. Gisela, dein Bein ist verdreht. Dilli Vanilli, ein Bett, Villa in Italien. Okay, durch. Sie können durch, Sie können durch. Ich war das erste Mal Bahn, ich sehe alle auf ihrem Handy.
Das ist die beste Stelle, Digga. Da ist er gerade aus dem Knast rausgekommen, Digga. Da ist er gerade aus dem Knast rausgekommen. Und was er da sagt, Digga, das ist so Legende, Digga. Was ist dieser WhatsApp? Duckface, ganz wichtig, hab ich gelernt nach meiner Info. Was ist dieser WhatsApp? Ich sehe alle auf ihrem Handy. Was ist dieser WhatsApp? Als ich das erste Mal gesehen habe, Digga, oh, da hab ich auch Tränen gelacht, ey. Aber ich muss auch sagen, das war noch die Zeit, wobei, vielleicht fühlt ihr es vielleicht auch nicht. Also, natürlich, Digga, ist der Erfolg für die Jungs voll vom Herzen gegönnt. Aber damals war es noch etwas Besonderes, also es war irgendwie mehr besonders, Hörer und gleichzeitig Fan von 187 zu sein, weil sie halt nicht so bekannt waren wie jetzt. Und damals weiß ich noch ganz genau, Digga, als Gaso aus dem Knast rausgekommen ist, Digga, und dann die Videos von Bones, Digga, Hoodblocks und wie sie hießen, und wo sie direkt aus dem Knast mit Gaso nach Mallorca gefahren sind, mit Contra K, Bones und Gaso, und da die Videos gemacht haben. Ich glaube, davon gab es Malle-Vlog, ich glaube, gab es drei Teile. Das war einfach die beste Zeit, Digga. Das war die beste Zeit. Duckface, ganz wichtig, habe ich gelernt nach meiner Lassung. Wir flirten mit einem Mädchen, ein bisschen Augenkontakt oder so. Guck alle nur so auf ihrem Handy. Mit Bodhi und Chapo. Hoodblocks waren krass auf jeden, Digga. Natürlich, man kann, oder Monsterblocks, also man kann verstehen, dass sie es jetzt nicht mehr machen, so irgendwo, ist klar. Aber das waren die Videos, die ich auch am meisten gefühlt habe, weil sie so echt und real waren und so nah dran irgendwie, Digga. Komm wieder, Pascal. Wieder. Also ich wollte ja zu ihm den karmischen Wodka kaufen. Ach so. Wir fahren jetzt hier, komm hinten rauf, komm. Beste Liebe, Taliban! Hatten wir schon nicht. Ja! Ganz ruhig, Freundchen, ganz ruhig, okay? Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Du bist auf Instagram-Story, alle gucken zu. Was geht, meine Freunde? Ist mittlerweile. Der war aber riesig, der Typ, Digga, oder? Oder kam es jetzt nur so vor gerade? Also Gaso ist ja schon an die 2 Meter. Irgendwas bei 1,95. Bones auch irgendwas. Also beide sind so zwischen 1,90 und 2 Meter. Irgendwie so. Aber der Typ ist ja dann 2,10 Meter, Digga. Der Typ ist ja 2,10 Meter dann. Ein ganz langer Lulatsch. Ganz ruhig, Freundchen. Ganz ruhig, okay? Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oder also über 2,10 Meter, würde ich sagen, ist der. Beim Story alle gucken zu. Was geht, meine Freunde? Augen wie Chinesen, wie er in seinem Song gesagt hat, Digga. Higher als die Polizei erlaubt, Bruder. Ich habe gerade einen Rap-Song von ihm zitiert. Mittlerweile 18 Uhr gleich und ich bin immer noch total high von den Hashbrownies. Vor fast 12 Stunden gegessen habt, Digga. Unglaublich, der Scheiß. Skuska! Chief! Oh, hey! You can't touch that shit. My Benz. You can't touch that shit, my Rody. You can't touch that shit, my money. You can't touch that shit. So, Wetter ist bombastisch in Hamburg. Ich bin am Ölen. Was macht man da? Wasser trinken. Wasser aus Glasflaschen, weil Plastik ist scheiße. Plastik geht in deine DNA über. Und irgendwann bestehen wir alle nur aus Plastik. Hab ich von Bones gelernt. Was machen wir als nächstes? CL aus der Garage holen. Dann suchen wir uns einen Fahrer. Wir wollen ja Alkoholiker konsumieren. Und was machen wir noch? Wir fahren durch die See, Alter. Wunderschön. Was machen wir als nächstes? Wir machen das Auto voll. Also ich muss sagen, der Mercedes, Digga, wunderschön.
das sieht einfach ohne C-Säule, Digga. Ui, das sieht einfach schön aus, Digga. Was machen wir als nächstes? Wir machen das Auto voll mit T-Shirts, CDs und was wir alles so da haben und fahren durch die Hamburger Ghettos, weil wir wollen was zurückgeben. Auto ist voll, CDs haben wir auch. Next Stop, Jägermeister. B-Säule, sorry, B-Säule. Wie komme ich auf C-Säule? Wir wollen allen was zurückgeben. Auch der Busfahrer geht nicht leer aus. Bitte schön, mein Bester, das ist eine neue CD von mir. Digga, der sieht aus wie der Typ bei der Deutschen Bahn, oder? Der sieht aus wie der Typ von der Deutschen Bahn. Lul. Oder, sag mal ehrlich, das sieht voll ähnlich, oder? 6:22 sind wir. Warte, wo war das? Wo ist denn das jetzt hier, Mann? Ganz ruhig, Freundchen, ganz ruhig, okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah, okay, könnte der Bruder sein. Neue CD von mir. Hau rein, mein Bester! Ganze Team ist dabei, Digga! Ein Satz lieber! Ein Satz lieber, ihr Fotzen! Ey! Filme ficken. Filme ficken. Wo will jemand ficken? Wo? Komm, wir ficken. Zu ehrlich. Komm, wir ficken. Filme ficken. Aber das, man muss auch sagen, Digga, es kommt halt auch mega, mega lässig rüber. Also kann man mir sagen, was man will, das kommt einfach lässig und gut rüber, Digga. Wer will ficken? Wo will jemand ficken? Wo? Komm, wir ficken. Ich muss gestehen, ich bin aber auch noch nie Snowboard in meinem Leben gefahren, Digga.